Das Thema heute. Eine Woche Ingenieuren. Schülerinnen forschen und lernen technische Berufe kennen. Telefonieren, das können diese Schülerinnen gut. Aber gelingt es ihnen auch, eine Leitung mit losen Kabeln und Platinen aufzubauen? Im Forscherinnencamp in Nürnberg lernen 15 Schülerinnen die technischen Grundlagen einer modernen Internettelefonie kennen. Sie forschen, analysieren, hinterfragen und stellen sich dabei gemeinsam vielen kniffligen Aufgaben. Wir müssen jetzt schauen, dass die PCs funktionieren. Also es waren Kabel teilweise nicht angeschlossen. Und dann müssen wir die PCs mit den Bildschirmen und mit den Tastaturen und so verbinden. Und dann können wir eben die PCs verwenden, um die Voice-over-IP-Anlagen einzurichten. Man sollte jetzt vielleicht nicht mit dem Hammer draufhauen, damit die Teile da reingehen, sondern halt einfach schauen, dass man vorsichtig mit den Sachen umgeht, weil die sind jetzt nicht, also sie sind jetzt nicht überempfindlich, aber halt schon ein bisschen drauf achten. Und wenn halt was falsch ist, dann kann man es immer noch ändern. Ich mag das auch mit den Kabeln, dass es so verbunden wird alles. Es gefällt mir, dass es so logisch ist. Die Teilnehmerinnen aus bayerischen Gymnasien und Fachoberschulen gehen in ihrer Campwoche an die Uni, lernen aber auch ein Unternehmen kennen. So können sie Theorie und Praxis verbinden und haben dann gute Chancen, ihren Forscherinnenauftrag zu erfüllen. Das ist eine Kombination aus fachlicher, aber auch methodischer Herangehensweise an die Problematik. Das heißt, ein Forscherinnenauftrag wurde formuliert. Der Auftrag, der ist umzusetzen, aber es sind auch gezielt Informationen auf diesem Auftrag nicht vorhanden, sondern die müssen durch mich dann vom Prinzip bei mir erfragt werden. Und die Aufgabe ist dabei eben, miteinander im Team die Aufgabe so zu lösen, dass letztlich dann die Lösung technisch umgesetzt und damit funktioniert. Eine Internet-Telefonleitung aufbauen und verstehen, das ist der Auftrag. Ende der Woche dürfen die Jugendlichen dann bei einer Veranstaltung ihr Wissen präsentieren. Und zwar ihren Eltern, aber auch Ingenieuren. Ziel des Camps ist nämlich, Schülerinnen für technische Berufe zu begeistern. Wir möchten einfach diesen jungen Menschen etwas Orientierung geben und das ist ganz Berufsorientierung und auch das eine oder andere schon mitgeben, wie denn dann IT-Technik aussieht. Das andere ist, in unserer IT-Branche, in diesen schnellen Zyklen, sind wir natürlich auf junge Leute angewiesen und hier brauchen wir auch junge, tatkräftige Menschen, die uns einfach in Unternehmen vorantreiben. Die lernen technisch-naturwissenschaftliche Fragestellungen sich anzuschauen und die tatsächlich im selbstständigen Forschen dann auch anzugehen und natürlich auch ganz viele andere Schlüsselqualifikationen wie etwa Präsentieren, Teamarbeit und auch in einem internationalen Unternehmen zu lernen und in einer Hochschule zu studieren. Der erste Eindruck aus dem Vorjahr war für die Ausbilder der Telekom sehr positiv. Daher wird das Forscherinnencamp jetzt regelmäßig veranstaltet. Was dann für uns auch sehr erfreulich war, in ihrem Feedback haben sie dokumentiert, dass es wirklich für sie ein lernhaltiges Tun in dem Betrieb war. Und vor allen Dingen, was sie mitgenommen haben, die Methode, die wir anwenden, sprich, sie konnten sich eigenständig, eigenverantwortlich Ergebnisse erzielen. Und das war ganz faszinierend für die jungen Leute. Ich denke, ich habe aus dem letzten Jahr lernen können, dass die Aufgabenstellung klar und eindeutig sein muss. Ich habe mich in diesem Jahr so daran orientiert, dass diese Aufgabe so konkret wie möglich, aber trotzdem noch offene Fragen zulässt. Und ich glaube, wenn man sich bisher so die Ergebnisse anguckt, ist der Erfolg gegeben und die Forscherinnen kommen zurecht. Nicht nur das Arbeitsleben von Ingenieuren kommt bei den Schülerinnen gut an. Spaß macht ihnen auch das Freizeitprogramm in Nürnberg. Also gestern haben wir noch einen Stadtbummel gemacht und waren Eis essen zusammen. Und am Sonntag haben wir dann noch, weil wir dann alle angekommen sind, haben wir noch ein paar Kennenlernspiele im Park gemacht. Ja, das war auch sehr lustig dann. Die landesweite Bildungsinitiative der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie gibt es bereits seit 2007. 9 Unternehmen und 9 Hochschulen veranstalten in diesem Jahr Forscherinnen-Camps. Die nächste Campwoche startet in den Sommerferien.